So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich verbringe 5 Sekunden im 20 Meter Umkreis von Gegnern, während du dich unter dem Sand befindest. Wo müssen wir uns also aufhalten? Logischerweise am Sand. Der Sand ist hier das Helle und da müsst ihr halt wirklich 20 Meter von dem Gegner weg sein und da euch im Sand befinden. Ich empfehle da jedem. Hört zu, wirklich jedem macht das Ganze im Gruppenkeile-Modus. Aber wieso, weshalb, werde ich euch gleich schon zeigen. Dürfte eigentlich ziemlich simpel werden. Und wer mich gerne unterstützen will, kann dies gerne tun. Ihr seht neben mir am Charakter, Creator-Code, YT-FamilyHack. Jeder, der ihn einträgt, natürlich Grüße gehen raus. Und denkt immer dran, tragt ihn auf jeden Fall ein. Nicht meinen unbedingt, aber generell irgendeinen. Weil so könnt ihr immer irgendjemanden unterstützen. So, wenn ihr Bock habt auf Custom Games, dann guckt natürlich gerne in meinen Livestreams vorbei, entweder auf Twitch oder auf YouTube. Ich stream auf beiden Plattformen gleichzeitig, eigentlich täglich so ab 18 Uhr, nur halt donnerstags nicht, weil ich da natürlich die Aufgaben für euch am Machen bin. Und am Wochenende kann quasi zu jeder Zeit ein Stream sein. Also einmal bin ich eigentlich jeden Tag jetzt wieder konstant da. So. Was mache ich jetzt? Ich würde sagen, ich gehe da runter zum Kolosseum. Das ist jetzt so mein Plan. Ich hoffe einfach, dass es funktioniert. Ihr seht, ich habe die Aufgabe auch noch nicht gemacht. Aber so mache ich es halt jetzt. Oder wir bleiben. Warte mal. Salty Towers müsste eigentlich für die perfekt im Raten Dings sein. Warte mal, ich probiere es einfach mal aus. Jetzt müssen wir überlegen, gehe ich hier auf die linke oder auf die rechte Seite? Ich glaube, ich gehe hier auf die Seite. Weil da dürften eigentlich die Gegner hingeflogen sein. Weil das eigentlich so vom Sand her. Aber hier fliegen wahrscheinlich jetzt erstmal am Anfang so viele rum. Ja, gut. Wie ihr seht, bei uns auf der Map sind ziemlich viele in Salty von uns schon gelandet. Wo landet er? Komm, geh rein, geh rein. Wenn das keine 5 Sekunden sind, dann weiß ich auch nicht. So einfach kann es gehen. Für euch könnte es natürlich ein bisschen schwieriger werden, aber guckt halt einfach, wo die Gegner landen könnten und dann werdet ihr es auch ganz easy schaffen. Er will einfach nur den Turm haben. So, dann hoffe ich, ich konnte euch damit schon weiterhelfen. In dem Sinne, euch noch viel Spaß mit dem Rest von der Season und haut rein.